Grossvater, dass wir heute einen Ausflug am Bodensee machen, finde ich unlässig. Ja, Nora, da ist es wirklich schön. Und dann haben wir noch so Glück mit dem Wetter. He? Und weisst, da zu Romanshorn gefällt mir irgendwie besonders gut. Ja, das ist wirklich ein schönes Städtchen. Und die haben doch so eine lustige Figur, gerade vor dem Bahnhof. Ja, das ist der Mock. Der hat früher noch viel zu reden gegeben. Wieso? Ja, weisst, es sind nicht immer alle Leute einverstanden gewesen, dass der da steht. Ein paar Romanshornerinnen und Romanshorner können sich gar nicht damit abfinden, dass der Mock als Kunstwerk beim neu gestalteten Bahnhof steht. Also ich finde es scheußlich, es ist keine Kunst für mich. Der Mock passt nicht da rein. Niemand hätte ahnen können, dass Mock ein solch großes öffentliches Ärgernis werden würde. Das ganze Mock Affentheater, das hier mit dieser Veranstaltung fortgesetzt wird, ist eine Schweinerei. Aber der ist doch so herzig. Wieso hätten die etwas dagegen gehabt? Ach, das ist eine lange Geschichte. Oh, Großvater, erzähl, bitte! Also gut. Aber zuerst musst du mal etwas mehr wissen über Romanshorn. Aber da weiss ich doch schon alles aus der Schule. Die haben etwa 10'000 Einwohner, gehören zum Kanton Thurgau ganz im Nordosten der Schweiz und sind direkt am Bodensee. Ja, und weisst du auch, warum Romanshorn so gross geworden ist? Weiss nicht. Echt wegen dem See? Ja, genau. Romanshorn hat nämlich den grössten Hafen am Bodensee. Ja, und darum war da früher noch ganz viel Verkehr gewesen. Da sind Züge angekommen und dann sind sie mit den Fähren auf Deutschland übergefahren. Ja, darum hat Romanshorn auch heute noch den grössten Rangierbahnhof in der ganzen Ostschweiz. Ja, und vor 100 Jahren ist Romanshorn für die Ostschweiz so ein richtiges Tor zu der Welt gewesen. Und man hat grosse Pläne für die Zukunft. Fahren denn heute die Züge immer noch mit der Fähre? Nein, das machen sie nicht mehr. Es gibt zwar immer noch Fähren, aber die sind jetzt vor allem für die Touristen da. Aber die Romanshorner fühlen sich immer noch als Verkehrsknotenpunkt. Und darum ist nicht der Bahnhof auch so wichtig. Aber Romanshorn ist auch sonst ein moderner Ort geworden. Grüezi and welcome to Romanshorn. Join us on our tour of this lakeshore town and enjoy the many delightful opportunities Romanshorn has to offer. Romanshorn's lively small town atmosphere contributes to the quality of life here. As a place to live, work, shop, and enjoy life, Romanshorn features a wealth of opportunities in all areas of life. Romanshorn's products enjoy an excellent reputation well beyond the borders of Switzerland. Indeed, the name Romanshorn is synonymous with high quality, and that's precisely how we'd like it to remain in the future. Aber was hat denn da mit dem Mock zu tun? Da kommen wir ja gerade dazu, Nora. Nur noch ein bisschen Geduld. Weisst, die Romanshorner, die wollen ihren Bahnhof neu gestalten. Und darum haben sie einen Kunstwettbewerb ausgeschrieben, damit das Kunstwerk auf den Bahnhofplatz kommt. Wer hat denn den Wettbewerb gewonnen? Das sind die beiden Künstler von Com&Com aus St. Gallen. Der Johannes Hedinger und der Markus Gossold. Und die haben dann eben den Mock gemacht. Und was sind denn da für die Com&Com? Com&Com heissen die. Ja, weisst, das sind zwei, die machen sehr moderne Kunst, die man nicht immer gerade versteht. Einmal haben sie zum Beispiel den Wilhelm Tell nachgespielt. Aber ganz modern, so als Hollywood-Film, als Zeitreise zwischen dem Mittelalter und heute. Die Regierung weiß Bescheid, woher die verbergen etwas. Wir haben sie erwartet. Ja, und da hat auch der H.R. Giger, weißt du, der, wo der Elin erfunden hat, mitgespielt. Sie auf einen von euch auf den Tod. Johannes M. Hedinger. Markus Gossold. Ein einzig Volk von Brüdern, die in keiner Not uns Tränen und Gefahr. Und ein anderes Mal haben sie aus unserer Schweizer Nationalhymne einen Popsong gemacht. Crazy people in a big fat car. Shining like a star. Oh yeah, yeah. Side by side we stand. Sons of Switzerland.
heisst Kunst? Ja, schon so eine Art. Aber manchmal wissen nicht einmal die Experten so genau, was für eine Art von Kunst da ist. Ich denke schon, das hat was damit zu tun, dass man bei Comic-Con nie genau weiß, wie sie das eigentlich meinen. Das schafft natürlich eine Art von Glatteis, auf dem man sich auch manchmal als Fachperson nicht immer nur wohlfühlt. Ich meine, das ist ja auch jetzt schon eine gewisse Tradition, dass Künstler die Grenze von High and Low sei es überschreiten wollen, sei es einebnen wollen. Und da polarisiert man einfach das Kunstpublikum. Es gibt gerade in Amerika gewisse Strömungen, auf die die Arbeit natürlich Bezug nimmt. Also Comic-Con in dieser Form oder Mock-Mock in dieser Form ist vielleicht nicht denkbar ohne die Arbeit von Jeff Koons oder von Paul McCarthy. Und hier machen Comic-Con eine ganz spannende Übersetzung und Adaptionsarbeit, weil hier plötzlich ein westeuropäischer oder ein schweizerischer oder ein Romanshorner Kontext wichtig wird. Und die Kuh ist ein wahrhaft stolzes und nobles Tier. Ein Velo ist ein Fahrrad, ein Nattel ist ein Hemd und die Offo ist ein Milchgetränk, kein Waschmittel. Milch! Die Schweiz ist die reichste Nation der Welt, hat die besten Skifahrer und ist das schönste Land Europas. Mein Name ist Toni und ich bin Schweizer! Wenn Kunst sich außerhalb von Kunst bewegt, wird sie mit diesen Messlatten, die da vorherrschen, gemessen. Und da muss sie bestehen. Und wir wollen da drin ja auch bestehen. Und ich denke, wir bestehen auch da drin, in dieser ganzen Werbe, Ökologie und Ökonomie. Die Urfrage ist halt, wieso interessiert euch überhaupt Kunst oder wollt ihr Kunst sein? Es gibt eine simple, kurze, einfache, neben allen Leidenschaften eine kurze Antwort. Hier haben wir alle Freiheiten. Ich sage jetzt mal, wir würden genauso gerne einen Preis für Werbung entgegennehmen wie für Kunst. So, Romanshorn hat das dann auch für verschiedene Meinungen gesorgt. Aber auf jeden Fall haben die zwei von Comic-Con den Kunstwettbewerb in Romanshorn gewonnen. Ein schon lange vergessenes Fabelwesen soll im Städtli Romanshorn zu einer neuen Identität verhelfen. Das Wesen, halb Fisch, halb Einhorn, kommt in der Legende vom stotternden Fischersbub Roman vor und soll bald zum Wortzeichen von Romanshorn werden. Das Besondere war, sie haben gesagt, dass sie eine alte Legende im Gemeindearchiv gefunden haben, die etwas darüber erzählt, wie Romanshorn seinen Namen bekommen hat. Also zusammen mit Historikern sind wir bei Recherchen auf die alte Sage gestossen, wo in den 30er Jahren zum Glück ein Lehrer mal aufgeschrieben hat. Und wie geht denn die Legende? Also, es war einmal ein Bub, der hat Roman geheissen. Der Roman sei hier auf den See gegangen. Er war staubstumm, oder? Und dann hat er immer mit einem Fisch geredet, oder? Das ist eben der Mann gemacht, das ist der, der hier steht, oder? Er war einfach auf dem Boot und dann ist er einfach aufgetaucht, der Mock. Das Mock kommt vom See unten. Und hat schon 1000 Jahre dort unten gelebt. Und dann hat Roman so brennt. Und dann hat er nicht schreien, es brennt. Vom See aus, oder? Er hat nicht schreien, es brennt, oder? Dann hat Roman die Sonne gebrochen. Und dann hat er tutet. Und dann haben alle gemerkt, dass Roman ja, es brennt, oder? Alle haben Kübel genommen und haben Wasser genommen. Und haben es für ausgelöst. Und er ist dann gefeiert worden als Held und man hat dann gerufen, das ist im Roman sein Horn, das uns gerettet hat. Dann haben alle Leute von ihm geredet, dass er ein Held ist. Und nachher haben die Stadt Romanshorn, der Stadt Romanshorn gesagt. Und so ist dann selten auch eben der Name nach der Legende von Romanshorn entstanden. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, das hat die Kunstkommission für Romanshorn auch gefunden. Und darum haben sie Comic-Con den Auftrag gegeben, den Mock-Mock hier anzubauen. Aber nicht nur das. Sie haben auch ein grosses Bild für die Bahnhofsunterführung gebaut. Dazu auch noch T-Shirts und alles Mögliche produziert. Ja, sogar ein Hörspiel-CD mit dem Geschichtli drauf. Und fast am wichtigsten war der Mock-Mock-Song, den alle Kinder in Romanshorn gelernt haben. Wir Romanshorner haben
ist ja mega, was die alles gemacht haben. Ja, darum sind die Romanshörner auch schon ganz gespannt auf die Enthüllung von Mok Mok. Den vorher hätten ja noch fast niemand wirklich gesehen. Die Kinder können an einem Zeichnungswettbewerb mitmachen und den Mok Mok malen, so wie ihn sie sich vorstellen. Vor der Enthüllung hat es eine grosse Ausstellung gegeben, mit fast 500 Zeichnungen von Mok Mok. Oh, da hätte ich auch gerne mitgemacht. Am Tag der Enthüllung hat es in Romanshorn ein grosses Kinderfest gegeben. Und das soll jetzt alle drei Jahre stattfinden. Du Grossvater, gehen wir nächstes Mal auch? Ja, wenn es dann wirklich stattfindet, können wir das schon machen. Auf jeden Fall war an dem Tag ganz Romanshorn auf dabei, um den Mok Mok zum ersten Mal zu sehen. Der Mok Mok wird zu einem Teil von Romanshorn, so wie der Bahnhof, der Hafen, Schloss, die alte Kirche. Und man wird in Zukunft vielleicht sagen, aha, Romanshorn, das ist dort, wo der Mok Mok ist. Und die Feuerwehr hätten ihn enthüllt. Alle Ulesen gefunden. Der ist ja so herzig, der Mok Mok. Ja, ich glaube, den Kindern hat er schon sehr gefallen. Aber viele Erwachsene haben nicht so recht gewusst, was damit anfangen. Dann haben sie so eine Kindergärtlerfigur als Identifikationsfigur präsentiert. Also, ob sie es mit dem mir könnten, eine Freude machen. Die sind immer so stier, die Erwachsenen. Ja, weisst, viele Erwachsene hätten sich halt etwas anderes gewünscht auf ihrem Bahnhofsplatz. Die sind nicht einverstanden damit gewesen, dass der Mok Mok genau an ihrem wichtigsten Ort vom Dorf steht. Sehr oft sind Kunstwerke im öffentlichen Raum, in halböffentlichen Bereichen, in Schulhäusern, in irgendwelchen Banken oder anderen öffentlichen Institutionen. Im Gegensatz dazu besetzt Mok Mok den wichtigsten Platz, den Romanshorn überhaupt zu bieten hat. Ein Kern des Projekts war eigentlich diese Strategiearbeit. Und ich glaube, da war auch sehr viel überlegt worden, wie man so etwas was macht. Eben vielleicht musste man eine Art Visualität nehmen, die bewusst auch einen gewissen Teil von Bürgern und Bürgerinnen abschreckte. Gerade vielleicht die Kulturbewussten. Wir können eigentlich mit jedem Mensch leben, der davor steht und sagt, das ist keine Kunst. Kein Problem, oder auch die ganze Diskussion Kunst, Kitsch, es ist okay. Also wir haben eben nicht, sagen wir mal, unverständliche Kunst hingestellt, sondern eben sehr verständliche Kunst hingestellt. Und da wird es natürlich auch absurd. Es gibt ja Aussagen in der Romanshorner Bevölkerung, die sich am liebsten irgendwie, jemand hat gesagt, sie wünschen sich eben so diesen Künstler, der so diese Schrottteile zusammenschweißt, da wissen wir wenigstens, dass es Kunst ist. Aber wieder andere sind voll dafür gewesen. Konditorei Köppel da oben hat sogar kleine Mokmöckli aus Schocki produziert. Du Grossvater, kaufst du mir nachher so einen? Ja, mal schauen. Wir könnten dich auch dort einkehren und einen Mok-Mok essen. Den gibt es nur zu Romanshorn. Yeah, so geil! Ich muss Ihnen sagen, die Leute sind begeistert. Wir verkaufen die Artikel sehr gut. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und ich würde auch das weiter produzieren, wenn die Geschichte fertig ist. Auch der Mok-Mok wird bei mir weiterleben, in jedem Fall. Aber zuerst musst du noch wissen, was noch alles weiter passiert ist mit dem Mok Mok. Denn jetzt geht die Geschichte eigentlich erst wirklich los. Oh ja, erzähl! Die Reaktionen waren zum Teil heftig. Ein paar Romanshornerinnen und Romanshorner können sich gar nicht damit abfinden, dass der Mok Mok als Kunstwerk beim neu gestalteten Bahnhof steht. Jetzt ist nämlich etwas ganz Wichtiges passiert. Plötzlich ist herausgekommen, dass die Legende gar nicht alt ist, sondern dass Come und Come die erfunden haben. Aber alle haben doch gesagt, dass die im Archiv gefunden haben. Sogar im Fernsehen haben sie es erzählt. Ganz genau. Und darum haben sich die Romanshorner auch angefangen aufregen. Ganz viele haben böse Leserbriefe geschrieben. Und bald ist sogar herausgekommen, dass es gar keine Baubewilligung gegeben hat für den Mok Mok. Weil die hätte man ja auch einholen müssen. Und das alles hätte auch noch viel mehr Geld gekostet,
was man vorher gesagt hat. Aber dann haben die alle gelogen. Ja, das muss man vermutlich so sagen. Darum hat der Gemeinderat dann auch eine Pressekonferenz machen. Und zum Teil hat er sich auch entschuldigt. Selbstverständlich ist das einem nicht gleich als Gemeindame, wenn man dann angestellt wird. Eben, man sei da mit dem Wort ein bisschen locker umgegangen. Es ist ein Kunstprojekt, wo wir als Ganzes dazu ein Ja gesagt haben, weil es genau umfassend ist und nicht einfach ein Werk, das wir anstellen, irgendeine Säule, ein Bild oder was auch immer, sondern etwas, das leben soll. Und jetzt tut es heftig leben. Ich finde, das Kunstwerk ist deplatziert an diesem Ort. Aber ich habe auch gesagt, für mich wäre es eigentlich persönlich lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das Kunstwerk, da kann man geteilter Meinung sein, man kann dafür, dagegen sein. Aber was aus meiner Meinung heraus ganz sicher ist, der Muckmuck passt nicht hier an. Kunst oder gute Kunst muss irgendwo auch ein bisschen schmerzen oder wehtun. Nicht um des Schmerzens willen, sondern einfach an Grenzen zu gehen, die manchmal auch zu überschreiten. Also je länger ich auch darüber nachdenke, desto mehr scheint mir diese Erfindung der Geschichte oder dass die Geschichte erfunden ist, eigentlich der Kern und Angelpunkt dieses Werks. Wenn die Geschichte nicht erfunden gewesen wäre, wenn sie wirklich da wäre, dann verlöre das Kunstwerk einen ganz wesentlichen Teil seiner heutigen Qualität. Mich hat auch eher gewundert, dass der Skandal nicht schon losging, spätestens im Moment der Enthüllung, wo man eben hätte merken müssen, mit einer gewissen Sensibilität, was das für eine Ästhetik ist und dass da was persifliert wird, dass da was ironisch in Frage gestellt ist. Und ob da jetzt die Legende echt oder erfunden ist, ist für mich dann fast sekundär, weil ich meine, das Mockmock selbst repräsentiert schon die Ironie oder auch den Fake-Charakter des ganzen Projektes. Also da muss man eigentlich nur hinschauen. Aber es sind natürlich nicht nur böse Leserbriefe geschrieben worden. Bei anderen Leuten hat der Mockmock Fantasie und Kreativität angeregt. Und die Kinder, die haben den Mockmock von Anfang an gern gehabt. Ich finde es einfach ganz herzig und ich finde es sehr schön, wenn er so ein Horn hat. Ich finde einfach, das wird enorm unterschätzt, Kinder als Kritiker, aber auch Kinder als Partner, um mit ihnen zu arbeiten. Es war natürlich eine Strategie, bei den Kindern anzusetzen. Und zwar eine, die einen nennen es perfid, die andere clever oder raffiniert, aber sie ist berechtigt und legitim. Das ist die nächste Generation, die auch Roman so tragen wird. Und die Identität dann über ihre Kinder und die gelebte Identität über ihre eigenen Kinder dann wieder weitergeben kann. Aber die von Come und Come, was haben die jetzt gemacht? Ja, die haben das ja alles geplant gehabt. Und sie haben auch gesagt, dass alles planmäßig abläuft. Inzwischen haben sie andere Städte Ausstellungen über den Mockmock gemacht. Und in Zürich sind sogar in so einer Comedy-Show auftreten. Gehört, Johannes, du bist der eine Teil von dem Künstlerduo Komm und Komm. Jetzt alle, die ein bisschen rauskommen und die ich über euch befragt habe, haben mir immer die gleiche Antwort gegeben. Und ja, ich muss es jetzt leider sagen. Es sind alle gesagt, ihr seid die so Darschlöcher von der Kunstszene. Kommen wir jetzt zu eurem aktuellen Projekt. Die Show heisst, das Thema ist im Reich des Grauens. Und für Komm und Komm ist das Reich des Grauens Romanshorn, respektive ihr habt Romanshorn erst zum Reich des Grauens gemacht. Und zwar mit einer Kunstaktion namens Mock Mock. Man muss natürlich sagen, also für die, die nicht wissen, wo Romanshorn ist, das ist am Bodensee, das ist 10'000 Einwohner und es ist eigentlich, ich hoffe, dass jetzt keine Regierungsräte da sitzen, aber es ist ein Kaff eigentlich. Und die sind früher mal ein wichtiger Ort, ein Verkehrsknotenpunkt, das war wichtig für den Zoll und so weiter. Und die haben einfach den Fluss für die Identität. Und das haben wir eigentlich gespürt, als wir dort waren. Die brauchen nicht nur einen Bronzewürfel und die brauchen die Identität. Und darum haben wir ihnen eigentlich ein ganzes Package angeboten. Wir haben eigentlich von der Aufgabenstellung her haben wir nicht schon von Anfang an etwas gesucht, ein Wortzeichen oder ein Denkmal für Romanshorn,
gesucht. Wir haben uns dann ein bisschen mit dieser Stadt auseinandergesetzt und meinten oder glaubten und glauben wir immer noch zu sehen, was denen dann wirklich fehlt. Das ist nicht eben nochmal dieser zeitgenössische Kunstwürfel auf dem Bahnhofplatz, sondern eigentlich so ein Kristallisationskern oder ein Punkt, wo man darüber diskutieren kann, über sich selber, also schlussendlich über Identität und wer sind sie und wohin geht es oder könnte es gehen. Auch an der Fasnacht war der Mockmock natürlich ein grosses Thema. Viele sind sogar als Mockmock verkleidet an die Fasnacht gegangen. Das ist eine gute Idee. Und natürlich hat es alle möglichen Scherze über den Mockmock gegeben. Wir haben unseren Mockmock, das macht kein Gott froh. Wir können nichts mehr machen, das ist jetzt so. Wir Bürger können es zahlen, das ist doch ein Zeichen. Auch wenn ihr uns mahnet, singen Schildbürgerstreit. Komm, wir gehen den Mockmock und schauen, steht nicht allein im Bahnhof am See. Die Leute, ihr kommt uns suchen, weil so einen Mockmock gibt's nie mehr. Aber dann haben jetzt alle den Mockmock doch noch gut gefunden. Nein, ganz im Gegenteil. Der Streit ist immer noch stärker geworden. Der Gemeinderat hat sogar eine grosse Podiumsdiskussion veranstalten. Was ist das? Eine Podiumsdiskussion? Da reden zuerst vorne die gescheiten Experten und dann kann das Volk noch etwas sagen. Und mehr als 500 Romanshornerinnen und Romanshorner sind hier angekommen. Sogar das Fernsehen. Also das Vorgehen ist Hanebücher und das Mockmock ist einfach lächerlich. Also ich finde es scheußlich, es ist keine Kunst für mich. Ich finde, mir wird da verspottet. Ich sollte mich mit etwas identifizieren, was ich überhaupt nicht kann. Von mir aus könnt ihr ins Pfefferland wünschen. Heute Abend ist Gelegenheit, Meinungen, aber auch Gefühle zum Mockmock in dieser schönen grossen Runde zum Ausdruck zu bringen. Und dann macht es einem ein bisschen wild, wenn nachher jetzt in dieser ganzen Auseinandersetzung die beiden Künstler sagen, es verläuft alles nach Plan. Ist es Plan, dass eine Gemeinde praktisch durcheinandergewirbelt wird? Ist es richtig, wenn ein Klima, wo ich glaube, wir dürfen es attestieren, unsere Politiker bis anhin gut gewesen ist, nun durch so etwas, wo für mich an sich eine Bagatelle ist, jetzt versaut wird. Zu dem Bild, jetzt sieht man es gerade wieder. Ich meine, da muss man nicht gross diskutieren, ob das Kunst ist. Also das ist in bester Tradition von der stalinistisch-kommunistischen Heldenverehrung in diesen riesigen Gewänden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, wir werden einmal mehr vorgeführt als Teil von dieser Inszenierung zugunsten von diesen Herren von Mockmock. Es wäre jetzt in wahrscheinlich an der Zeit, dass man eine Sammelklage gegen die Gemeinde machen tut, in Sachen Urkundenfälschung und Amtsmissbrauch. Sind denn alle dagegen gewesen? Nein, nicht alle. Es hat auch viele gehabt, die Mockmock wollten behalten. Vor allem natürlich auch Kinder. Aber die sind natürlich alle schon im Bett gewesen. Und ich habe gefallen, wenn er im Bahnhof unten ist. Ich bin nämlich allein stehen. Und wenn ich einmal im Bahnhof haben muss, dann ist er der Mockmock immer dort. Dann ist er doch verraten worden. Ich habe den Mockmock heute das erste Mal gesehen, als ich auf Romanshorn reingefahren bin. Und bei allem Respekt, aber Romanshorn ist mir immer ein bisschen trist erschienen. Es ist immer grau und grau. Und der Mockmock, der hat mich heute effektiv angelacht, als ich hier runtergefahren bin. Und ich finde es ein grossartiges Projekt. Ich meinte einfach, wenn wir jetzt hingehen und den Mockmock versetzen, wir sind ja jetzt schon ein bisschen die Lachnummer von der Nation. Aber dann sind wir sie ganz. Wir wollen dort, wo er ist. Aber wohin wollten sie ihn denn versetzen? Ja, die Gegner wollten ihn in die Bade stellen. Aber über das waren natürlich die Künstler nicht so glücklich gewesen. Und darum haben sie auch auf ihr Urheberrecht gebracht. Das Urheberrecht ist bei den Künstlern. Und wenn die Künstler sagen, ja, uns ist das gleich, wenn das in der Badanstalt steht, dann wäre es möglich. Aber nur sie können entscheiden, ob das geht. Sie können also nichts sagen. Wir müssten nicht da sein, wenn wir nicht so laute, grosse Blöffer hätten,
die uns Angst machen wollen wie ein Samichlaus. Wegen Urheberrecht, die es gerne nicht haben. Und die ungetreue Amtsführung heisst, Mitglieder einer Behörde oder Beamte, die bei einem Rechtsgeschäft die von ihnen zu wahrenden öffentlichen Interessen schädigen, um sich oder einem anderen einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen, werden mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren und mit Gefängnis bestraft. Und im Interesse von unserem schönen Dorf Romanshorn fordere ich alle Anwesenden auf, den Hass, die Engstirnigkeit, aber auch den Egoismus, den wir heute Abend so stark gespürt haben, abzulegen und die Angelegenheit Mock würdig zu bereinigen. Ich muss aber sagen, ich fühle mich heute als Sieger und mein Ziel habe ich erreicht, wenn ich hier zur Tür ausgehe. Ich bin überzeugt, dass die Voten aus dem Publikum, nicht von oben, vom Publikum aus, das Rad gekehrt haben. Vor allem die Gegner haben sich massiv disqualifiziert, sie haben sich ein Bein geschossen und die Reaktionen, die es gebracht haben, die Aggressivität und die Beschuldigungen und die Angriffe persönlich, das ist ein totales Eigengoal und das ist Öl, unser Feuer von der Probe. Und ich bin überzeugt, der Mock wird in 50 Jahren da unten stehen. Ich kann Ihnen versichern, dass der Gemeinderat bereit ist, alle die Überlegungen, die Sie heute Abend angestellt haben, dass wir die beim weiteren Vorgehen werden mit einbeziehen. Ich danke Ihnen nochmal fürs Erscheinen und wünsche Ihnen eine gute Heimkehr und noch einen schönen Abend. Danke vielmals. Hey, die haben aber da recht gestritten. Ja, ganz Romanshorn war aufgeteilt in solche, die der Mock gut findet und solche, die einen lieber ins Pfefferland geschickt hätten. Auch den Gegnern haben wir, glaube ich, jetzt von unserer Seite auch viel gegeben. Also es gab für ganz viele Leute extreme gute Auftrittsplattformen. Auch die Leute haben den Diskurs mitgeführt. Klar kann man sagen, ob sie es wollen oder nicht. Und vor allem diese Leute ist es eigentlich zu verdanken, dass Mock so wichtig so, und auch so gut wurde und so breit wurde. Und dazu ist Romanshorn plötzlich überall in der Zeitung gekommen und im Fernsehen, in der ganzen Schweiz und zum Teil sogar im Ausland. Ganz harmlos hat die Geschichte begonnen. Die Gemeinde Romanshorn wollte den Bahnhofsplatz neu gestalten, wollte ein augenfälliges Kunstwerk schaffen, ein Symbol für Romanshorn. Nun steht Mock da. Ein buntes, etwas eigentümliches Kunstwesen. Niemand hätte ahnen können, dass Mock ein solch großes öffentliches Ärgernis werden würde. Mock muss weg oder soll Mock doch bleiben? Zurzeit stört Mock jedenfalls ganz empfindlich die Ruhe am Bodensee in Romanshorn. Dort am Bahnhof steht der kleine gelb-schwarze Drache, geschaffen von Künstlerhand, erzürnt er manchen Bürger. Wohl kaum jemand hat die Schweizer Kulturszene in den letzten Jahren so aufgemischt wie das Duo Komm und Komm. Die kreativen Köpfe Johannes M. Hedinger und Markus Gossold produzieren seit 1997 Filme, Kunst, Theaterstücke, Musik und Bücher, die für Schlagzeilen sorgen. Denn so recht wissen die Schweizer nicht, wie sie die Sachen einordnen sollen. Ist das nun Kitsch oder Kunst, was Komm und Komm da produzieren? Der jüngste Aufreger des Duos war das Fabelwesen Mock. À l'origine de la grogne, le Mock. C'est une statue, une œuvre d'art censée illustrer une légende de la région. Mais la légende en question a été inventée toute pièce avec la complicité des autorités. Mock in un battibaleno, è diventato un bersaglio fisso per lancio di scarti alimentari vari. Aber das ist doch gut für Romanshorn. Jetzt können da ganzen Haufen Leute. Das haben es Romanshorn auch viele gesagt. Aber andere hätten, glaube ich, lieber darauf verzichtet. Es war eine riesige PR-Aktion. Romanshorn ist doch da in CVC reingekommen, überall in der ganzen Schweiz, in der ganzen Schweiz. Aber man hat sich mehr lächerlich gemacht, doch da würde ich sagen, dass es es wirklich gebraucht hat. Ich habe Bekannte im Welschland und überall weiss man Bescheid über den Mock. Wenn man mit etwas Positivem in den Medien ist, dann wäre das sicher eine gute Sache. Aber das war es ja nicht. Also da, ich glaube, 300 Artikel sind erschienen über den Mock. Da, also dass das passieren konnte, das ist also Standortmarketing erster Güte jetzt für Romanshorn, oder? Also wenn man jetzt einfach absieht von all den Emotionen, die es hervorgerufen hat, dann muss man sagen, hat eine hervorragende
Werbewirksamkeit gehabt, also eine Medienpräsenz, wo man sich bei anderen Werbeaktionen nicht vorstellen kann, dass er quasi in der ganzen Schweiz bekannt ist und eigentlich jetzt ein unverwechselbares Symbol oder Zeichen ist für Romanson. Eine Gefahr besteht vielleicht darin, wenn sich jetzt die Künstler nur das stolz an die Brust heften, was, wie viele Artikel es jetzt drüber gab oder wie viel Aufregung war oder wie viel jetzt aus der Partei ausgetreten sind oder so. Das ist mir dann ein bisschen zu heroisch, wäre mir das als Geste. Ebenso jeder böse Brief als Trophäe, die man erbeutet hat als Künstler, dann reduziert man sich auch wieder auf die Rolle des Provokateurs, des Unruhestifters. Und damit gehen auch subtile Dimensionen dieses Projektes verloren oder würden verloren gehen. Aber was haben Sie jetzt gemacht mit dem Mock-Mock? Der Streit ist ja so heftig geworden, dass der Gemeinderat gesagt hat, wir machen eine Abstimmung. Aber sie wollten den Mock-Mock nicht ganz loswerden, sondern verschieben auf die andere Seite vom Bahnhof, wenn genug Leute dafür sind. Ja, kann man denn über so etwas überhaupt abstimmen? Über ein Kunstwerk? Ja, weisst, in der Schweiz kann man eigentlich über fast alles abstimmen. Das ist so quasi unsere Spezialität. Wenn Kunst bewusst mit dem öffentlichen Raum arbeitet oder arbeiten will, begibt sie natürlich sich in eine demokratische politische Öffentlichkeit, wo auch natürlich Strukturen oder Spielregeln herrschen. Und von daher, wenn dann die politische Öffentlichkeit plötzlich reagiert, muss eigentlich der Künstler, Künstlerin, muss sich diesen Fragen dann auch stellen. Ein Großteil von der ganzen Aktion oder die Diskussion standen wir ja außen und waren Zuschauer und Sammler und Dokumentatoren. Und wir haben eigentlich den Ball so ins Spiel gegeben. Und beide, Gegner und Befürworter, haben natürlich viel Werbung gemacht für ihre Meinung. Ich bin überzeugt, dass es angenommen wird. Das heisst, der neue Standort. Die Romansonner sind ein bisschen verwacht. Sie haben gemerkt, dass es den Behörden gerne nicht so vertrauen können, wie sie ursprünglich gemeint haben. Ich bin einfach der Meinung, man hätte auf eine vielleicht nicht ganz saubere Art und Weise ein Kunstwerk ausgewählt, wo es scheinbar noch ein paar andere gab, die nicht so gut waren wie das. Man hat es nicht so gut verkauft, vor allem auch. Jetzt steht er da und da bin ich jetzt der Meinung, wenn wir jetzt den haben, jetzt behalten wir den dort, wo er ist. Wir wollten etwas für die Jugend tun in dieser Gemeinde. Es wäre besser gewesen, wenn man den Jugendtreff länger hätte saniert. Oder das Kino irgendwo anders angestellt. Es wäre besser gewesen, wenn man so etwas hätte für die Jugend in diesem Dorf tun wollte. Anstatt das Hurengeschwür dort anzubauen. Es gibt nur einen Platz dort, wo er jetzt ist. Dort gehört er her, dort präsentiert er, ist im Zentrum. Jeder, der sich in Romanshorn aufhält und durch Romanshorn durchfährt, sieht ihn. Es gibt gar keine Diskussion, der soll doch dort stehen bleiben, wo er ist. Das ist optimal, ein gut eruierter Parkplatz. Ja, also ich finde, da kann man auch mit dem Auto mal gehen, anschauen, schnell vorbeifahren. Und wenn er dort im Kiesweg werden, muss man immer zu Fuß gehen. Und da sieht eh niemand und er ist buherzig. Und das Herz. Und wenn er schon so viel gekostet hat, wenn ich gehört habe, dann soll man auch hier lassen. Also ich wäre traurig, wenn er dort hinterher käme. Dann habe ich ja nicht mehr davon. Wenn wir extra dort hinterher laufen. Und die auf dem Schiff sind, im Winter geht man gleich nicht viel, dann sieht man gleich nicht viel. Für so viel Geld wollen wir lieber, dass man etwas sieht von ihm. Egal, wie die Abstimmung ausläuft, es war eine gute Sache gewesen, dass wir jetzt doch noch die Abstimmung gemacht haben. Und wenn wir den Gegner auch noch ins Gute halten, ist, dass sie doch immerhin gefunden haben, Mock-Mock ans Wasser und nicht Mock-Mock ins Wasser. Und dann? Am 16. Mai 2004 haben die Romanshorner über den Mock-Mock abgestimmt. Romanson, der Mock-Mock kann vor dem Bahnhof Romanson stehen bleiben. Mit 1567 Ja zu 1362 Nein haben sich die Stimmbürger für den bisherigen Standort und damit gegen den Umzug ins Hafenareal ausgesprochen. Das Ergebnis ist relativ knapp, oder, mit diesen 205 Stimmen Differenz. Aber ich denke, es tut uns doch
einiges ersparen jetzt mit dem Resultat. Das ist natürlich eine freudige Sache, oder? Also, ich würde sagen, das ist doch für alle gut. Also, unglücklich. Ich finde es schön, dass sie so die Abstimmung angenommen haben und auch beiden, dass es so rausgekommen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in Romanshorn so viele treu doofe Leute haben. Treu doof, da meine ich, die treu zu der Gemeinde, zu den Behörden glauben, ob schon mal für doof angestellt worden ist, auf verschiedene Arten. Aber ich bin sehr froh für die Gemeinde, dass irgendwie die ganze Skandal, vor allem die ganz politisch skandalöse Geschichte, ein Ende bekommt. Und jetzt können wir quasi weitermachen, dort wo wir aufgehört haben, mit den Kinderfesten all drei Jahre. Das ist eine komische Geschichte, aber irgendwie schon noch spannend. Ja, das meinen viele Leute auch. Und darum denken auch viele gescheite Leute darüber nach, was das jetzt alles heisst und was man daraus lernen kann. Also solche Geschichten werden heute ja massenweise produziert und massenweise auch industriell über die Welt verstreut. Im Gegensatz dazu ist in Romanshorn ausgehend von diesem Aufschrei, Skandal, von dieser Diskussionsbewegung, die ganze Gemeinschaft erfasst hat, ein Prozess in Gang gekommen, der, wie ich meine, wirklich identitätsbildend wirkt. Nicht zuletzt natürlich durch diese Volksabstimmung waren sowohl die Gegner wie die Befürworter gezwungen, sich zu organisieren, haben ja, glaube ich, sogar Vereine gegründet. Da sind dann so Subidentitäten wohl schon entstanden, die Befürworter, die Gegner, die es vorher so nicht gab. Da sind vielleicht neue Freundschaften entstanden, neue Gemeinsamkeiten hat man entdeckt und so. Ob es jetzt eine Gesamtidentität für Romanshorn dadurch gibt, würde ich eher bezweifeln. Oder das wäre vielleicht dann eher eine negative Identität, dass Romanshorner jetzt die sind, die sich da so gestritten haben über dieses Mock-Mock. Ich denke, Diskussionen pro und contra, Auseinandersetzungen schaffen immer Identität. Ich denke, es hat sich auch gezeigt in der Schweizer Geschichte, die Figuren oder die Legenden, die am heftigsten diskutiert wurden in der Schweiz, hatten immer mit dem Kern eigentlich von Identität eines Landes, eines Ortes zu tun. Und zum einen haben wir ja diese Figur auf dem Bahnhofsplatz. Die wird als Stachel im Fleisch dieses doch relativ traditionellen Großdorfes stehen bleiben und immer auch wie als Fanal sagen, hier geschieht zeitgenössische Kunst. Aber ist denn jetzt der Mock-Mock überhaupt richtige Kunst oder nicht? Ja, da gibt es natürlich weiterhin verschiedenste Meinungen dazu. Also Kunst ist für mich ein Picasso, ein Paul Klee. Oder Kunst ist auch, wenn wir mit Zucker arbeiten, mit Couverture, mit Jockey arbeiten. Ich gebe es ehrlich zu, es ist, mit Kunst hat es für meine Augen nicht viel zu tun. Mit Unternehmertum, so wie es jetzt gelaufen ist. Gute Unternehmer dahinter. Wenn es eine Aktion gewesen wäre und nach zwei Monaten fertig gewesen wäre, dann wäre es ein Kunst-Event gewesen, eine Aktion. Für mich ist Horn ganz viel Kunst und eigentlich ist alles für mich Kunst. Das war von Anfang an Kunst und das bleibt sie auch immer, weil es war ein Kunstwettbewerb, ein Wettbewerb für Kunst im öffentlichen Raum. Wir wurden als Künstler eingeladen, es gab eine Kunstkommission und die haben ein Kunstwerk bestellt. Kunst ist auf jeden Fall, ne? Nur ist es wahrscheinlich für sehr viele Touristen, die vorbeifahren, gewöhnungsbedürftig. Ne? Die Einwohner, die gewöhnen sich sehr schnell daran. Ja, man muss einfach lernen leben mit so etwas. Der Mock-Mock ist jetzt mit Romanshorn verbunden. Und wir müssen uns lernen, mit dem Kunstwerk oder mit dem Projekt, wie immer, auch dem man will sagen, auseinandersetzen. Und da wird auch Zukunft so sehen. Meine Kunst hat immer gespielt mit Illusion, mit Fiktion, mit immer an der Grenze zur Täuschung auch. Und dann musste man auch die ganze barocke Trompe-l'œil-Malerei verbieten oder für unmoralisch erklären, weil da auch was vorgemacht wird, was so nicht da ist oder so nicht stimmt. Es ist jetzt einfach eine Figur und wieso sollte man sich da aufregen? Und ich finde halt, die Leute, die zu viel vorgehen, sehen zu viele schöne Sachen und die sind halt einfach ein bisschen verwöhnt. Und ich, der nicht so viel vorgegangen, ich habe nicht Freude an dem Mock-Mock. Mock-Mock kommt zu, hörst du es nicht mehr, blendet er los.
Weißt du, Grossvater, ich finde es gut, dass sie in Romanshorn etwas für die Kinder gemacht haben. Ist zwar blöd, dass sie so viel gestritten haben, aber am Schluss ist es ja doch noch gut rausgekommen. Ja, das finde ich auch. Und ich glaube, die Romanshorner haben viel über sich und ihre Gemeinde gelernt. Dank dem Mock-Mock. Da wird ein bisschen Mock-Mock sein, da wird ein bisschen sein.